Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum JFD Live Trading TV. Jetzt zur US-Markteröffnung. Es ist ungefähr 16.15 Uhr. Und an dieser Stelle, ich muss jetzt mal ganz kurz einen Augenblick warten, sieht aber gut aus. Tontechnisch scheint erstmal alles zu funktionieren. Ja, sehr schön. Also das funktioniert auf jeden Fall. Ja. Wir wollen ganz kurz einen Blick werfen auf die US-Markteröffnung, beziehungsweise wollen wir wirklich uns die US-Markteröffnung antun, oder ist es dann nicht doch eher so, dass wir einen Blick werfen sollten auf ein anderes, vielleicht ganz interessantes Währungspaar, das ich schon gestern auch mal angerissen hatte, katjapanischer Yen. Ich glaube, aus saisonaler Perspektive, glaube ich, ganz interessant, derzeit da mal einen Blick drauf zu werfen, besonders auch vor dem Hintergrund der verhältnismäßig interessanten bullischen Action, die wir im kanadischen Dollar zu sehen bekommen. Ich habe tatsächlich verzweifelt ist das falsche Wort, aber zumindest mal vergebens versucht, hier nach einem potenziellen Trigger für die bullische Action im kanadischen Dollar einen solchen zu identifizieren. Ja, also kurzer Augenblick, wir gehen mal hier über, zack, den Kollegen, und wir gehen mal kurz vorab, bevor wir uns dann dem Dollar-Cut, dem Cut-Yen widmen, schauen wir mal ganz kurz hier auf den Euro-US-Dollar, also heute früh noch gehandelt im Bereich um die 33 und wird aktuell wirklich hyperaggressiv abverkauft, damit wir mal einen Eindruck davon bekommen. Das ist der Daily-Chart, wir können mal ganz kurz hier auf die 15-Minuten-Ebene gehen, massive Abschläge, ja, wirklich hier gehandelt noch um roundabout 33 um 13 Uhr, und jetzt sind wir rund 3 Stunden später und notieren 1,5 Cent leichter. Es ist schwierig, wie gesagt, einen Trigger dort diesbezüglich auszumachen. Potenziell könnte es aktuell natürlich immer sein, dass einer der Treiber Spekulationen um NAFTA sind. Ja, Donald Trump hat ja gestern relativ viel sagen angekündigt, dass er zeitnah hier eine Neuverhandlung dann auf den Weg bringen wird. NAFTA ist ein Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Infolgedessen natürlich die Spekulation, dass dort das zu Ungunsten der Kanadier natürlich ausfällt, sollte Trump hier in diesem Zusammenhang seiner, ich nenne sie jetzt mal protektionistischen Haltung, wirklich dann auch in dieser Hinsicht nachkommen, die er schon angedeutet hat in der jüngeren Vergangenheit. Sprich also in diesem Zusammenhang dann zu Ungunsten von Kanada dieses Abkommen eben geändert werden, auch sicherlich zu Ungunsten Mexikos, aber jetzt fokussieren wir uns an der Stelle eben mal auf Kanada, dass das, wie gesagt, eben dass das eben dann einer der Treiber wäre, den kanadischen Dollar zu schwächen, Dollar-Cut also anzuheben oder beziehungsweise zu treiben, nochmal in Richtung 1,36er-Marke. Das kannst du natürlich aber auch andersrum argumentieren. Du kannst natürlich auch sagen, naja, wenn das jetzt nicht so heftig ausfällt, dieses NAFTA-Abkommen oder die Änderungen, so, diese Änderungen bezüglich des NAFTA-Abkommens, wenn das beibehalten wird, dann würde diesbezüglich das natürlich kurzzeitig zumindest den kanadischen Dollar begünstigen. Ja, ähnliche Argumentation kann man im Zusammenhang mit dem Brexit eben nennen. Auch da gab es übrigens heute noch eine ganz interessante Price Action. Also ich hatte heute früh im Morning Meeting gesagt, dass man hier zunächst einmal auf diese Meldung, dass das EU-Parlament, Entschuldigung, das UK-Parlament natürlich, hier bezüglich des auf den Weg bringens des Artikel 50 des Lissabonner Abkommens, welches dann im Zusammenhang mit dem Brexit ein Thema spielt, dass dort initial das wahrscheinlich nicht unbedingt so bullisch aufgefasst werden dürfte, dass wir in den letzten Tagen in der bullischen Performance im britischen Pfund, US-Dollar hier, als der Supreme Court dann noch in Aussicht stand, darüber zu urteilen, dass das eben dazu geführt hat, dass britische Pfund auch getrieben wurde und long war, über die 1,25er-Marke gegangen ist. Das gab dann tatsächlich initial eben hier diesen kurzen bullischen Impuls, oder bullischen Impuls im US-Dollar, bärischen im britischen Pfund, US-Dollar auf der Unterseite. Wir reagierten, bevor wir den Trigger gefunden hatten, den ich um 24.20, 24.30 ausgemacht hatte. Wir drehten kurz vor Erreichen wieder auf und haben dann allerdings in den Folgestunden hier kurz vor 14 Uhr tatsächlich doch nochmal diesen Bereich zwischen eben 24.30, 24.20 getestet und sind von dort dann sofort zügig wieder 80 Pips Pi mal Daumen angezogen. Also der Trigger wurde auf jeden Fall gefunden. Trading-technisch habe ich das nicht umgesetzt, deswegen wäre es jetzt rein hypothetisch hier entsprechend dort etwas zu zeichnen. Aber wenn man das auf 4-Stunden-Ebene handeln würde, wäre weiterhin mein Key-Level 22,50, wo ich sage, wenn ich die 24,20, 24,30 long trade, arbeite ich mit dem Stop auf 4-Stunden-Basis unter der 22,50 und ziele auf der Oberseite eben, ja, möglichst vielleicht sogar auf einen Lauf in Richtung 1,28er-Region. Hier ist es eben auch so, dass der potenzielle Treiber für das
britische Pfund eben die Aussicht ist, dass das vielleicht am Ende doch nicht alles so heiß gegessen wird, wie es initial gekocht wird. Das könnte etwas sein, was, wie gesagt, zurück zum Dollar, kanadischen Dollar, den eben gerade treibt. Ich finde jetzt Dollar Cut nicht mehr ganz so spektakulär, ja, nicht weil das Trading technisch da bei mir nicht so ganz wunderbar funktioniert hat, denn ich hatte ja saisonal auch hier einen Trade offen, der bedauerlicherweise hier Break-Even ausgestopft worden ist, nur um dann schlussendlich hier in der Zeitspanne, die ich auserkoren hatte, meine Zielregion deutlich zu anzulaufen oder auch zu überlaufen. Nein, ich denke, saisonal spielt jetzt Dollar Cut einfach keine so große Rolle. Interessanter ist dann vielleicht eher der Cut japanische Yen. Ich möchte dazu mal ganz kurz eine Grafik hier zeigen. Von der Webseite Seasonal Bull. Ja, damit man hier so eine Vorstellung hat, wovon ich gerade am Reden bin. Die letzten 22 Jahre war es so, dass wir in tatsächlich fast 87% der Fälle hier im Zeitintervall vom 23.01. bis zum 13.14.02. Eine positive Performance zu sehen bekommen haben. Im Schnitt hat das Währungspaar Kadien roundabout 150 Pips zugelegt, hat, wenn es verloren hat, im Schnitt 50 Pips verloren. Das ist also ein Payoff von 3:1. Bei dieser Trefferquote natürlich massiv profitabel gewesen, dieses Muster. Und jetzt ist es eben so, das Signal, 23.01. offensichtlich, das war gestern, beziehungsweise ist heute früh, ja, gestern Abend, 23 Uhr, hätte man dort dann den Entry auf den Weg bringen können. Der Entry in den Trade wäre erfolgt gewesen, hier im Bereich so 85,15, Pi mal Daumen. Ja, Stop beliebig erstmal, würde ich jetzt sagen, 100 Pips pauschal. Ich habe das nicht umgesetzt, ich habe es auch weiterhin erstmal nicht vor, umzusetzen. Den Stop hätte man bei solch einem Szenario daran orientieren können, was war der maximale Verlust, der entstanden ist. Da sind wir hier bei 94 mal gewesen, 94 Pips aktuell, durchschnittlicher Loss waren 50, also roundabout 100 Pips Stop von diesem Entry wären, glaube ich, erstmal jetzt so über den Daumen gepeilt gar nicht so verkehrt gewesen. Jetzt sieht das Ganze so aus, als wenn das ja wunderbar ins Laufen kommt. Das Währungspaar zieht also an, hat das Risiko auch jetzt schon, hätte dieses Risiko auch initial fast verdient. Auch hier könnte man den Stop of Break-Even nachziehen. Ich bin allerdings diesbezüglich noch nicht so ganz willens, den jetzt long zu traden. Könnte mir wirklich vorstellen, dass wir hier in der Tat nochmal das Potenzial haben, einen schärferen Rücksetzer zu sehen zu bekommen. Warum? Nun, der japanische Yen ist einfach ein klassischer, in Anführungsstrichen, sicherer Hafen. Das ist kein sicherer Hafen als solcher, sondern das ist ein Finanzierungsvehikel für Carry Trades. Und das bedeutet, dass man Rendite sucht und die über japanische Yen finanzieren wird, dieses Investment. Das bedeutet anders formuliert, wenn der Gedanke von Rendite zurück in Richtung Sicherheit geht, wertet der japanische Yen klassisch natürlich auf. Und jetzt ist es dann in diesem Zusammenhang so, und da erinnere man sich mal an meine Ausführung aus dem Morning Meeting heute früh, und auch den Morning Meetings der letzten Tage, Wochen möchte ich schon fast sagen, meine Tendenz geht weiterhin dahin, dass ich für die Aktienmärkte eine Korrekturbewegung sehe. Also auch wenn der Dow Jones heute wieder hier sich wirklich unspektakulär präsentiert, also aktuell ein bisschen mit grünen Vorzeichen, ja, wenn wir jetzt mal ganz kurz hier auf den Kollegen gehen hier und uns die Open Range betrachten, könnte man sagen, aktueller Versuch, die Open Range auf der Oberseite zu verlassen. Open Range zwischen 15.30 und 16.15 Uhr. Spot Open, also oder Kassa Open, 15.30 Uhr an der Wall Street unserer Zeit. Ja, das ist hier gekennzeichnet mit diesem rotfarbenen Balken hier. Diese türkisfarbene Linie, die kennzeichnet den Open bei 19.807 Punkten. Jetzt der Break auf der Oberseite, 19.828 und 19.789, Pi mal Daumen, lege der Stop. Initialrisiko solcher Trades 40 Punkte. Und was man dann machen könnte im Dow Jones, ja, wäre eben die Open Range zu traden mit dem ersten Ziel, vielleicht sogar im Bereich um 19.900 Punkte. Vielleicht, ich hatte ja auch gesagt, vielleicht gehen wir sogar nochmal kurz über die 20.000er Marke. All das allerdings ist eben kurzfristig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt vielleicht in der ersten Woche nach der Inauguration von Trump zu sehen bekommen, vielleicht auch in der ersten anderthalb Wochen noch zu sehen bekommen, dass die Aktienmärkte sich tatsächlich einigermaßen passabel präsentieren und dass dann tatsächlich ein schärferer Rücksetzer erfolgt. Und dieser tatsächlich in dieses Zeitintervall fällt, in dem hier eigentlich eine positive Performance ausgewiesen wird im Cut-Yen. Heißt anders, jetzt gehen wir nochmal kurz zurück auf den Cut-Yen. Wenn ich mir dieses Währungspaar betrachte und ich schneide das jetzt mal aus, also, dann könnte ich mir folgenden Kursverlauf sehr realistisch vorstellen und bin deswegen derzeit noch nicht willens, mich long zu positionieren. Ich sehe ja durchaus das Potenzial, jetzt ausgehend von dem Entry um, sagen wir, 85,15, ja, dass wir tatsächlich doch nochmal hochlaufen und dort von dort dann durch ein einsetzendes Risk-Off
nochmal einen schärferen Rücksetzer sehen, der uns vielleicht sogar bis in den Bereich um 82 führt, das müsste man mal abwarten, das müsste man von der jeweiligen Price Action machen, und dann von hier eine Gegenbewegung hinlegt, die uns vielleicht tatsächlich doch in diesen Bereich zurückbefördert, der so, ja, ich sag mal, im Bereich Pi mal Daumen um 86, 50, 87 vielleicht liegt. Das wäre jetzt rein statistisch betrachtet. Das wäre so die Zielregion eines solchen Trades. Und ich würde allerdings, bevor ich einen solchen Long aus saisonaler Sicht im Cut-Yen auf den Weg bringe, nochmal vorsichtig sein wollen und jetzt auch nicht überhastet agieren, denn ich könnte mir wirklich infolge eines einsetzenden kurzfristigen Risk-Offs, was der Aktienmarkt, also irgendwie es brodelt, so will ich das mal bezeichnen. Also ich werde nicht müde, das immer wieder zu betonen. Es ist durchaus denkbar, dass wir da nochmal einen Rücksetzer zu sehen bekommen, weswegen ich in dem Zusammenhang Cut-Yen derzeit, auch wenn saisonal erstmal jetzt rein aus der Perspektive attraktiv ist, weswegen ich da derzeit vorsichtig sein wollen würde und weswegen ich da derzeit noch nicht willens bin, long zu sein und weswegen mich das hier auch derzeit noch nicht so wirklich in Anführungsstrichen stört. Na klar, könntest du dir denken, okay, wenn du den jetzt long gehandelt hättest, hättest du dann auch irgendwie die 100 Pips ja mitnehmen können, bla bla. Das ist, das ist jetzt so in der Nachbetrachtung, weil ich mir den Chart von rechts nach links betrachte, sieht das alles super einfach aus, ist es keineswegs. Und es gibt genügend Gründe, hier derzeit auch noch so ein bisschen die Füße still zu halten. Und selbst wenn es mit dem Trade nichts wird, das wäre auch, denke ich mal, absolut in Ordnung. Derzeit gibt es einfach zu viele Unsicherheitsfaktoren. Ich hatte heute früher auch diese Betrachtung zum Skew, zu dem Optionsmarkt vorgetragen. Also es gibt genügend Gründe davon auszugehen, dass der Aktienmarkt kurzzeitig nochmal einen schärferen Rücksetzer sieht. Der japanische Yen ist in diesem Zusammenhang durch die Rückabwicklung von Carry Trades gerne eine angesteuerte Währung, die den Cut Yen in dem Fall dann nochmal schärfer unter Druck bringen könnte. Weswegen hier, wenn man den Entry gewählt hat und den Stop jetzt auf Break-Even nachzieht, vielleicht dann nochmal so ein Erlebnis hätte, wo man plus minus null ausgestoppt wird. Und deswegen bin ich da diesbezüglich derzeit noch ein bisschen reserviert, hab's aber definitiv weiter auf dem Schirm. Und es ist um ein Vielfaches, möchte ich auch aktuell sagen, um ein Vielfaches spektakulärer und spannender als das, was uns eben der Dow Jones hier gerade präsentiert, der ja alles in allem weiterhin in einer unglaublich engen Trading Range tradet und infolgedessen, zumindest mal für mich, derzeit handelstechnisch nicht wirklich attraktiv ist. Gleiches gilt auch für den DAX, da ist der Währungsmarkt definitiv attraktiver. Das sei es auch meinerseits gewesen, als kleine Idee zum JFD Live Trading TV heute, am Dienstag, den 24.01. Morgen, 10.30 Uhr, hören wir uns zum Morning Meeting wieder, am Mittwoch dann. Und da freue ich mich drauf, wieder auf dem Livestream von JFD. Ich wünsche euch Happy Trading, passt auf die Stops auf und wir hören morgen voneinander. Und bis dahin, habt euch wohl, macht's gut und tschüss.